ich finde, man kann die Grünen völlig zu Recht kritisieren, man kann vieles in die Wurst machen. Machen wir auch. Was habe ich mich hier aufgeregt über das Gebäudeenergiegesetz und über vieles andere mehr. Aber irgendwas läuft gerade aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Es bleibt ja auch nicht bei Kritik, es kommt auch zu Gewalttaten. Ein Grünen-Abgeordneter wurde bei einem Konzert im Landkreis Gifhorn attackiert. Katrin Göring-Eckardt wurde Opfer einer Hundekot-Attacke. Claudia Roth wurde mit einer Flüssigkeit übergossen. Und in Neu-Ulm wurden die grünen Spitzenkandidaten für die Bayerische Landtagswahl mit einem Stein beworfen. Wofür wird die Partei so gehasst? Zum Beispiel für die hohen Energiepreise. Das sind ja die Grünen schuld. Deutschland hat lange gut vom russischen Gas leben können. Dann sind aber die Grünen in die Ukraine einmarschiert. Wissen wir, Ricarda Lang hat die Krim besetzt. Annalena Baerbock. Hallo, Annalena Baerbock und Robert Habeck haben Kiew angegriffen. Und seitdem funktioniert die Energieversorgung nicht mehr. Bei den Grünen denkt man immer an Energie. Denn die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist. Ja, natürlich. Gut, den Atomausstieg hat die CDU mit der FDP zusammen gemacht. Und den Kohleausstieg hat die CDU mit der SPD gemacht. Und die verbindlichen Klimaziele, die die Grünen jetzt einhalten müssen, für die ist die CDU ebenfalls mitverantwortlich gewesen. Und die Abhängigkeit von Russland, die haben wir auch Angela Merkel zu verdanken. Die Grünen haben natürlich das Problem, dass sie immer so belehrend rüberkommen. Und das mag niemand. Niemand möchte gern belehrt werden. Wenn alle fröhlich besoffen sind, dann will man nicht hören, dass jemand sagt, Leute, vom Alkohol kriegt man Leberzirrhose. Du, 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 du. Wenn man gerade grillt, will man keinen hören, der sagt, Fleisch ist schlecht fürs Klima. Und wenn man sehr gern Auto fährt, will man auch niemanden hören, der sagt, warum nimmst du nicht das Lastenrad? Ja, weil es nicht erlaubt ist auf der A1. Und dieses Gefühl, dass die Grünen immer so ein bisschen nerven, das nutzen die anderen Parteien schamlos aus. Die Grünen wollen, dass ihr anders lebt. Die wollen euch alles verbieten. Bei uns könnt ihr so bleiben, wie ihr seid. Versprochen. Es sind ja zwei Kulturen, die gegeneinander kämpfen in Deutschland. Es gibt die einen, die sagen, das Land muss sich ändern. Und es gibt andere, die sagen, nein, das Land muss zurück zu einer Normalität. Und die beiden extremen Pole dieser Ideen sind die Grünen und die AfD. Und wenn man ehrlich ist, sind das auch die einzigen Parteien, die eine sehr klare Idee davon haben, wie Deutschland ihrer Meinung nach in 30 Jahren aussehen soll. Wie stellen sich die Grünen das Land vor? Deutschland wird das erste Industrieland sein, das komplett klimaneutral ist. Überall werden Windräder stehen. Deutschland wird dann Weltmarktführer sein bei Solarpanels, Unverpacktläden und Grillkäse. Das ganze Land riecht nach Bioladen. Ah, auf der Straße fahren E-Autos. Männer und Frauen teilen sich fair die Hausarbeit. Und die Kinder gehen in Gesamtschulen, wo sie von nachhaltigen Einhörnern gendersensibel unterrichtet werden. Und wenn irgendwo auf der Welt... Ja. Wenn irgendwo auf der Welt eine Diktatur ist, dann spricht Annalena Baerbock das aus. Und die Diktatoren sagen, danke Annalena, da sind wir selbst nicht drauf gekommen. Das ist die grüne Vision. Auf der anderen Seite die AfD-Vision von Deutschland in 30 Jahren. Es wird eine Pflicht geben, Verbrenner zu fahren. Die NATO wird abgeschafft. Dafür schützt uns Bundespräsident Wladimir Putin. Geheizt wird mit russischem Gas, mit Öl, mit brennenden Flüchtlingsheimen und mit Büchern. Wer kein Bio-Deutscher ist, muss das Land verlassen. Wer keine Arbeit hat, kann zur Zwangsarbeit verpflichtet werden. Bürgergeld gibt es nicht mehr. Und den Fachkräftemangel bekämpfen wir durch eine Pimperpflicht für alle Deutschen. Urlaub ist nur noch innerhalb Deutschlands erlaubt. Dafür gehören Österreich und Polen wieder dazu. Soweit die Vision der AfD. Was CDU, FDP oder SPD mit diesem Land vorhaben, wissen sie vermutlich nicht mal selbst. Welche konkreten Lösungsvorschläge sie haben, um die Klimaziele einzuhalten, davon hat noch nie irgendjemand gehört. Und so arbeiten sich die Parteien an den Grünen ab, auch in der Hoffnung, dass vielleicht keiner so richtig merkt, wie dünn das eigene Brett eigentlich ist.